Moin, hier von der Cerberus. Wir haben hier einen Fall, den zeige ich euch mal gerne, weil ich habe so meinen Verdacht. Aber weiter nach dem Intro. Klickt doch einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Folgt uns auf Instagram, Celin_Cerberus. Der Motor hat Fehlzündung, sprang von jetzt nicht, ja, einfach so von jetzt auf jetzt nicht mehr an, hat aber mal zurückgeschlagen und ich habe den Verdacht, dass hier, deswegen ziehe ich das Schwungrad jetzt runter, dass hier der Nutenstein, da ist ein Keil drin, an der Kurbelwelle mit dem Schwungrad. Und an dem Schwungrad ist ja auch das Magnet befestigt für die Zündspule, dass der Zündzeitpunkt nicht mehr stimmt und deshalb wir keinen Zündfunken schon haben, aber eben dann, wenn der Kolben nicht da ist, wo er sein soll. Und das ist mein Verdacht und das gucken wir uns jetzt mal an. So, ich habe das jetzt los, es hat auch geknackt. Oh. Leute, aber das geht nur mit so einem massiven Abzieher. Also das war so schwer runterzukriegen, da hatte ich mir extra diesen Abzieher bestellt für. Sonst kriegt er das nicht ab. Aber wir werden die Sache auf den Grund gehen. So, schauen wir mal. Ha, ha, ich hab's gewusst. Und genau das, was ich vermutet habe, ist es auch. Ich kann euch das jetzt noch zeigen. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier, da sieht man es. Hälfte vom Keil, von der Keilnut vom Nutenstein ist drin, der Rest ist abgeschert. Und da auf der Kurbelwelle sieht es genauso aus. Da nehme ich euch jetzt mal mit. Dann mache ich das mal raus hier. So. Und dann gehen wir hier mal weiter. In Richtung Motor. Also für den einen oder anderen ist das bestimmt wichtig, wenn er diese Sache mal hat, dass der Motor Fehlzündung macht und er springt partout nicht an. Daran könnte es liegen. So vergehen die Tage auf einem Schiff. Man hat immer irgendwas zu tun. Jetzt muss ich zusehen, dass ich so ein Keil bekomme. Ja. Aber schon mal die Prognose stimmte, das freut mich schon mal, dass nichts anderes ist. Mal, das ist ja schon schlimm genug, dass der abschert einfach so. Na? Aber man kann es ja nicht ändern. Es ist wie es ist. Na? Vielleicht kann ich den einen oder anderen so weiterhelfen, das würde mich freuen. Na, dann wäre das Ganze nicht umsonst passiert hier. Der vielleicht nicht weiter weiß. Und wenn man den natürlich in Reparatur gibt, die würden das natürlich sofort auch feststellen. Oder wer weiß, vielleicht auch nicht. Die müssen das suchen und das kostet ja auch alles einen Haufen Geld. Man kann das ja nicht so von vornherein wissen. Na? Man kann es nur vermuten. Und momentan muss ich feststellen, habe ich jede Menge Baustellen hier. Ach so, was ich noch sagen wollte. Man spannt das Ganze vor, hier, so, Schrauben rein und dann mit dem Hammer hier zwei, drei Schläge drauf, damit sich der Konus löst. Sonst so nur mit dem Werkzeug allein kriegt er den nicht ab. Wir brauchen den Schlag hier drauf,
auf die Kohlwelle. Wir haben immer ein klein wenig Spiel. Das sind zwar nur Zehntel, aber die Kohlwelle hat auf jeden Fall Zehntel Spiel. Und diesen Zehntel, den machen wir uns zunutze, indem wir das Ganze nach oben ziehen mit unserem Abzieher und dann schlagen wir hier einen Schlag drauf oder zwei, dann springt er ab. Nicht vergessen, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe das jetzt mal mitgebracht hier und hier haben wir noch Teile. So, und jetzt brauchen wir ein. Ja, moin, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, ist hier schönes Wetter und ich zeige euch jetzt mal. Ich habe die Keile bestellt und habe die Keile bekommen und ich zeige euch jetzt mal den Zusammenbau. No? Hier ist noch alles zu, das mache ich jetzt alles runter und dann schauen wir uns das mal an. So, als erstes machen wir mal den Schutz runter. Leute, sowas ist auch ganz wichtig, dass ihr euren Außenborder schützt. Nicht nur, dass der dann geschützt ist gegen Wasser und Regen und Feuchtigkeit, nein, auch gegen UV-Strahlen. No? So hat man immer mehr dafür. Und das hier habe ich natürlich selber gemacht, no? Weil ich ja die Zielride-Maschine habe und da kann man solche Sachen schön nähen und fertig machen. Ganz einfach gemacht, unten im Band eingezogen, hier zum Zuziehen die Schnur und zum Straffmachen. Viele Dinger kann man einzeln kaufen. Also. Nehmen wir mal die Haube runter. Ja. Und jetzt also ich hatte keinen passenden Keil bekommen. Jetzt habe ich den hier runtergeschliffen. Das muss man mit einer Flex machen. Und habe den jetzt hier runtergeschliffen auf 5,5 mm. Der war 6,5. Der war also zu breit. Alles andere hat gepasst. Stärke hat gepasst, Länge hat gepasst. Und den bauen wir da jetzt ein. Ja, wir drücken den Keil dann etwas rein. Nur ganz vorsichtig muss man das machen. Mit einer Wasserpumpenzange und man kann auch einen vorsichtigen Hammer nehmen. Aber wie gesagt, vorsichtig. So. Jetzt setzen wir das Teil hier drauf. Man muss natürlich ein bisschen drehen, die Passfeder muss genau in die Nut und dann kann man ihn mit leichten Schlägen mit einem Gummihammer oder so oder mit der Hand so ein bisschen vorschlagen. Und dann machen wir natürlich die Mutter wieder drauf. Ne? Und da muss ich jetzt erstmal gucken. Normalerweise brauchen wir beim Konus ja keinen Federring, aber ich gucke mal, ob ich einen Federring habe. Ja, also wer auf Langfahrt ist oder mit dem Schiff überhaupt viel unterwegs ist. Ich bin ja meist auf Langfahrt, wenn ich unterwegs bin, bin ich meist Monate unterwegs und bin auch immer an Bord mit dem Schiff dann auf Segelreisen. Ja, und man bekommt nicht immer alles und deswegen habe ich sowas habe ich immer an Bord. Ne? Man braucht es nicht so oft, aber wie man sieht, manchmal braucht man es. So, und da holen wir uns, das ist eine 19er Schlüsselweite, das sagt uns, wir haben eine 12er Durchmesser hier. 12 ist das dann. Bei 10 wäre es 17, na, bei 19 ist es 12. Und diesen Federring hier, den setzen wir da unter, dass die Mutter sich nicht lösen kann. Aber wie gesagt, ich muss das Drehmoment noch genau wissen und dann nehme ich einen Drehmomentschlüssel und stelle das genau nach Drehmoment ein. Leute, wenn ihr sowas nachmacht, bitte macht es genau, weil sonst habt ihr doppelte Arbeit. So, und hier ist jetzt diese Mutter, die da raufkommt. Und das Teil kommt jetzt da drüber. So, das heißt, es kommt erst eine Scheibe, dann kommt hier die Dings drauf.
So, ich messe das mal, dass ich dann auch genau weiß, ob der Bolzen lang genug ist. So, wir bräuchten jetzt 15 mm. So, ich messe das jetzt hier aus. Halt so rum, damit ihr es auch sehen könnt. Wir haben jetzt, ich muss mal schauen, 15 mm. Das würde bedeuten, so, dass wir das so machen können. Ja, so sieht das jetzt aus. Alles fest. Ach so, jetzt noch eine andere Sache. Wenn jemand, das ist der Vergaser, wenn jemand einen 5 PS hat und möchte mehr Leistung haben, dann kann er sich so einen Vergaser kaufen. Manchmal ist bei älteren Motoren der Vergaser ja auch schon mal nicht mehr so gut. Dann einen für 6 PS kaufen von Mercury, der passt da drauf. Dann habt ihr aber gleich 6 PS. So, den haben wir jetzt schon wieder drauf, ganz drauf schieben. Und jetzt müssen wir hier diese Spange wieder drauf machen. Und da muss ich wohl eine Zange holen, weil sonst wird das nicht gehen. Da ist natürlich hier ein bisschen frickelinsch, das einzubauen. Aber dann muss ich den ganzen Außenbau da wieder runternehmen. Und so, wie ihr seht, geht das auch. So, jetzt ist er ganz drauf und jetzt können wir den hier wieder einbauen. Das ist ganz einfach, da gibt es vorgeschriebene. So. Den lassen wir jetzt hier mal so hängen. Und jetzt kommt der Anreißer oben drauf mit 3 Schrauben. So. Ja, das sind 3 Schrauben, die von oben hier reinkommen, 120 Grad verteilt. Und die Schrauben, ich habe hier so kleine Knarren für solche kleinen Sachen immer, ne? Das macht sich immer ganz gut. Ja, sowas ist immer besser, wenn man sowas alleine machen kann. Man sollte auch nicht zu viel Angst davor haben. Man kann sich gut informieren und dann kann man das auch alleine machen. Wenn man nicht 2 linke Hände hat unbedingt. Aber nein. Weil für mich ist es sehr einfach, das zu machen. Als Techniker, das ist natürlich eine andere Sache. Aber es kennt immer jemand ein oder der ein oder andere, der einen da mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Na, das ist sowieso ein Witz, der ist ja ziemlich neu, nur der ist schon 3 Jahre alt, aber hat überhaupt nichts gelaufen und da ist keine Garantie mehr drauf. Na? Und deshalb, ja, muss ich das jetzt hier machen. Sonst hätte ich den einfach nur garantiemäßig in die Werkstatt gegeben. So, das ist jetzt alles dran, der sollte jetzt wieder gehen. Ja, er rastet ein, ne? Ich kann ihn aber nicht anziehen, weil, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dieses Gestänge hier, das muss hier erst eingehakt werden. So, weil dieses Gestänge nämlich verhindert, dass man das Teil anreißt, wenn ein Gang drin ist. Falls der ein oder andere sowas mal machen will, hier, dieses Teil ist das. Der verhindert, dass man, wenn ein Gang drin ist, demonstriere es mal so, dass man ihn anreißen kann. Kann man nicht, jetzt ist er gesperrt. Ich müsste jetzt erstmal den Gang wieder raus machen, so. Ne? Jetzt könnte ich ihn erst anreißen. Ne? So. So. Ja, die Reparatur soweit ist jetzt abgeschlossen, bis auf den Tank. Und den Tank werden wir jetzt noch aufbauen. Ist aber auch nur eine ganz einfache Sache mit 2 Schrauben und dann ist er fest. Könnt ihr euch gleich noch angucken. So, den jetzt nach hinten. Und der hier, der hat unten nur einen Zapfen, der geht in einen Gummi rein
und links und rechts zwei Schrauben, das war alles. Genau. So, das legen wir hier dran vorbei. Und ich würde sagen, ich drücke ihn jetzt erstmal nach unten. So. Und schon. Ja. Ja, jetzt habe ich die richtigen Schrauben rausgesucht dafür. Die hatte ich ja weggepackt. Ne? Und das sind 35, M6x35. Da kommt jetzt nicht vergessen, die Scheibe ist immer wichtig hierbei. Jetzt kommt die hier drauf. So. Ja, und dann schrauben wir die nur fest. Mehr ist da also nicht dran zu beachten. Das ist im Prinzip ist das ganz einfach. Das kann jeder machen. Die Diagnose, die ist immer nicht ganz einfach. Das ist immer das Schwierigste. Woran liegt es nun? Aber wenn einer das Phänomen mal hat, Motor springt nicht an und macht ab und zu mal eine Fehlzündung oder schlägt zurück, dann kann es sein, dann überprüft man das Polrad. Und wenn jede zweite Umdrehung muss die Zündspule am Magnet vorbeilaufen, also immer so 18 bis 20 Grad vorher, muss die, und dann muss die Kompression ansetzen. Sollte das nicht der Fall sein, dass dann die das Magnet für die Zündspule auf der anderen Seite ist oder hier oder da, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Na, dann ist irgendwas nicht koscher da. So, das wäre jetzt erledigt. Jetzt kann ich, zeige ich euch noch einen Trick. Jetzt kann ich das wieder aufstecken. Erst hatte ich ja überprüft, ob überhaupt der Schalter in Ordnung ist. Hier ist ein Sicherheitsschalter auf der anderen Seite. Dieses rote Teil. So. Das kann man hier nicht sehen, glaube ich. Oder doch, jetzt könnt ihr das sehen. Dieser hier. Den muss man ja immer ziehen oder was reinstecken. Extra so einen Schlüssel, damit das überhaupt Zündung gibt. Und falls der kaputt ist, springt er natürlich auch nicht an. Dann habe ich aber Folgendes gemacht. Das kann man schnell machen. Man kann hier, dieser braune, der ist dafür verantwortlich, um diesen Schalter wegzuschalten. Na, dann habt ihr den nicht mehr dazwischen. Aber beim Zusammenbauen dran denken, dass dieser Sicherheitsschalter wieder aktiviert wird. So. So, jetzt ist er wieder dran. So, jetzt müssen wir die Zündkerze noch festdrehen. Die ist lose. Das ist auch so eine Sache, wenn er nicht anspringt, die muss man auch überprüfen. Hatte ich natürlich gleich gemacht. Na, die war immer nass, aber die ist immer noch nass. Und trotzdem lief der Motor nicht, gezündet hat er auch. Aber wie gesagt, dadurch, dass der Scherstift ab war, das Ganze um 180 Grad verdreht war, hat er jede zweite Umdrehung, wo er zünden müsste, gezündet, wo der Kolben unten war. Ja. So, was noch wichtig ist, dass man immer, da ist zwar einer bei, ein Kerzenschlüssel, der ist aber nicht so gut. Und denkt dran, ein Viertakter, zumindest hier bei Mercury, haben wir einen 16er Schlüssel und kein 21er. So, und die wird nur handfest gezogen. So. Immer darauf achten, dass bei älteren, dass das Gummi noch in Ordnung ist. So, jetzt ist er zusammen. Jetzt mache ich die Kappe drauf. Ja, naja, so ist das. Und ich gehe jetzt davon aus, ich würde es sogar wecken dafür, wenn ich den jetzt ins Wasser packe, Sprit gebe, zweimal ziehen, läuft das Teil wieder. Die Arbeiten sind jetzt abgeschlossen und der Motor schnurrt wieder wie unser Simba. Also alles wieder perfekt in Ordnung. So, bevor ich es vergesse, liked mir doch bitte mal meine Videos. Die machen immer einen Haufen Arbeit und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal das Ganze liked. Und was mich noch mehr freuen würde, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist ja kostenlos für euch, das kostet doch nichts. Aber mir hilft es. Na, dann hat der Kanal eine größere Tragweite. Und das ist doch auch wichtig und auch in eurem Interesse, dass andere Leute das auch sehen können, damit sie davon profitieren können, von solchen Sachen.
Denn das sind Live-Ratschläge, fachliche Sachen, die den einen oder anderen in der Menge Geld sparen können. In diesem Sinne verabschiede ich mich hier. Mein Kater Simba ist nicht da. Ich bin ganz alleine auf der Segeljacht, weil ich Reparaturarbeiten zu machen habe. Und deswegen sage ich jetzt hier auf Wiedersehen, tschüss, goodbye und schaltet wieder ein, wenn es heißt Zeeling Cerberus.